Heiner Backhaus ist neuer Cheftrainer von Alemannia Aachen. Die Spatzen haben es ja lange genug von den Dächern gepfiffen und es war keine Überraschung, dass auch Alemannia heute vor der offiziellen PK das bereits uns mitgeteilt hat. Wer ist Heiner Backhaus? Führt er die Alemannia wieder nach oben? Ist er der richtige Mann? Das klären wir in diesem Video, das wie immer unterstützt wird von AR Ingenieurbüro und Gebäudepflege Engels. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Kartoffelkäfer Dirk und schön, dass ihr hier wieder reinschaut. Was haben wir geduldig gewartet, bis der neue Cheftrainer feststand? Seit letzter Woche Donnerstag haben sich ja die Ereignisse quasi überschlagen. Heiner Backhaus, zuletzt Trainer beim BFC Dynamo Berlin, war ja im Fokus geraten der Alemannia und man hat ihn dann tatsächlich nach Aachen geholt. Es hat viel Aufruhr gegeben, es hat viel Spekulation gegeben. Es hat eine ganze Menge Mist gegeben, was geschrieben worden ist auf diversen Kanälen. Aber Heiner Backhaus ist nun nach hier gekommen und die Alemannia wird sich dabei wohl schon etwas gedacht haben. Wie das Ganze abgelaufen ist, warum das Ganze so abgelaufen ist, das wissen die Entscheider, die ihn nach hier geholt haben. Das werden wir vielleicht auch nie erfahren, welche Gründe es genau gewesen sind und warum man genau ihn holen musste. Das können wir nur versuchen, aus dem Gesamtpaket zu ergründen, warum er genau der Richtige für die Alemannia ist. Vor wenigen Tagen wurde Heiner Backhaus ja freigestellt vom BFC Dynamo Berlin und aufgrund natürlich der Ereignisse und dann war es natürlich keine Frage mehr, dass er jetzt auf die Autobahn A4, A44 dann nach Aachen zum Aachener Tivoli kommen würde. Und da ja auch sein Berater sehr rätselig gewesen ist gegenüber der Aachener Zeitung, war es dann auch kein großes Geheimnis mehr, dass genau er es werden würde. Aber wer ist Heiner Backhaus? Viele von uns meinen ja, sie kennen ihn über die Medien, sie kennen ihn über das, was in den letzten Tagen vorgefallen ist, haben sich ein Bild von ihm gemacht und posten diesen ganzen Mist dann in allen diversen Alemannenforen und Gruppen rum mit ihrer selbst zusammengestellten Wahrheit, die dann schön verpackt wird und dann als Faktum einfach hingestellt wird. Ja, es gibt viele Fragen, warum genau er und warum das Anforderungsprofil vielleicht nicht auf den ersten Blick ganz so gut passt, wie man sich das von Alemannia erhofft hat. Es wird ja einen Grund geben, warum man ihn haben wollte. Man sollte immer vorsichtig sein, dass man das, was andere als Faktum hinstellen, wirklich auch Fakt ist. Manche verpacken es ja so schön und machen sich sehr schnell eine Meinung. Und zwar sehr viel Meinung bei ganz wenig Ahnung. Und genau das ist hier in Aachen passiert, das haben wir alle gelesen. Und auch heute sind ja noch Leute überzeugt, dass der Heiner Backhaus auf keinen Fall der richtige Mann ist, dass er ja nur ein Wandervogel ist, sagen wir es mal so geschönt. Da gibt es noch ganz andere Worte für. Und ja, da müssen wir mal genau drauf schauen, was Heiner Backhaus tatsächlich ausmacht. Und wenn man sich ein bisschen die Mühe macht, ein bisschen googelt, und das sollten auch diejenigen können, die ja ihrem ganz eigenen Vorurteil Heiner Backhaus begegnen, dann wird man feststellen, wenn man Google bedienen kann, dass man sehr viel über Heiner Backhaus rausfindet, und zwar das, was er auch gesagt hat. Und er hat sehr viel gesagt, und das hat er auch gesagt bei BFC TV, wo er zuletzt gearbeitet hat. Wenn man sich dieses Interview anschaut, dann erfährt man schon eine ganze Menge über Heiner Backhaus. Und das kann ich nur jedem empfehlen, sich das mal anzugucken. Den Link setze ich euch hier unter dem Artikel. Dann könnt ihr euch mal ein eigenes Bild von ihm machen. Über seine Philosophie, wie er als Mensch ist und was er so mit seiner Art vorhat. Natürlich wird das diejenigen, welche nicht überzeugen, aber das ist halt eben so. Ich denke, wenn man ganz objektiv herangeht, dann gibt man Heiner Backhaus eine Chance, weil es wurde sehr viel über ihn geredet, es wird sehr viel über ihn geredet und da hatte er noch nicht ein einziges offizielles Wort hier am Aachener Tivoli gesagt. Und ich denke, die Chance sollte man ihm geben, dass man ihn erst einmal vorurteilsfrei hier empfängt. Aber zurück zum Thema, wer ist Heiner Backhaus? Heiner Backhaus ist 41 Jahre alt, hat 3 Kinder und kommt aus Witten. Seine fußballerische Karriere begann er bei Schalke 04 und Werder Bremen bei den Junioren, ehe er dann in den Seniorenfußball ging. Über Rot-Weiß Essen, Hannover 96, Arminia Bielefeld, Union Berlin, Kickers Offenbach und sogar Auslandstätigkeiten ist er sehr, sehr viel herumgekommen. Ich glaube, er war in seinen 13 Profijahren bei 15 verschiedenen Vereinen. Und genau das ist ja der Kritikpunkt. Er ist einfach nicht sesshaft, sondern wechselt
jede Saison seine Arbeitsstätte. Aber auch das kann man ergoogeln, nämlich das hat er auch in einem Interview mal gesagt, was auch gefragt worden ist, warum er denn nicht irgendwo sesshaft ist, sondern immer weiter gewandert ist von Verein zu Verein. Auch das hat er doch beantwortet, aber das ist vielleicht auch das, was ich ihm persönlich mal fragen werde und dass er das vielleicht mal hier auch beantworten kann. Weiter ging es dann als Trainer, da stieg er nämlich beim SV Fortuna Leipzig ein, ging dann über Inter Leipzig, die er in die Oberliga geführt hat, seiner Trainertätigkeit weiter nach, wo es dann zum BSV Schwarz-Weiß Reden ging. Da erinnern wir uns noch, ja, Michael Setton war da mal ein Spieler gewesen, den wir haben wollten und wo der Wechsel dann gescheitert ist an Formalitäten, die uns der BSV anscheinend damals vorenthalten hat. Aber egal, weiter ging es dann für Heiner Backhaus in die dritte Liga zum SG Sonnenhof Groß-Asbach. Da konnte er allerdings, weil er nur die A-Lizenz besitzt, also nicht für die dritte Liga eine Trainerlizenz hat, wurde er da zwar als Cheftrainer vorgestellt, hatte aber jemanden zur Seite, der diese Lizenz besaß. Aber nach 3 Spielen und nur einem Punkt war dann auch seine Trainermission dann dort mit seinem Partner beendet. Weiter ging es zum TuS bzw. Rot-Weiß Koblenz, wo er den Verein 2 Jahre lang betreute und zweimal dafür gesorgt hat, dass dieser mit seinen bescheidenen Mitteln nicht abgestiegen ist, sondern hat sie in der Klasse gehalten und wurde danach kurzzeitig als neuer Trainer bei dem Regionalliga-Westabsteiger Sportfreunde Lotte als neuer Trainer vorgestellt. Aber das war ein bisschen voreilig, denn er hatte noch gar keinen Vertrag da unterschrieben. Das heißt, es basierte nur auf einer mündlichen Zusage. Zwischendurch hat sich dann der BFC Dynamo Berlin gemeldet aus der Regionalliga Nordost. Die hatten gerade ihren Trainer Benbedek verloren, den wir ja auch noch kennen aus alten Alemannia-Zeiten, der auch hier eine Karriere, eine kurzweilige hatte. Und dann schloss er sich natürlich den BFC Dynamo Berlin an. Wenn man wählen kann zwischen Oberliga oder Regionalliga Nordost, geht man als junger Trainer natürlich in die Regionalliga. Da nichts unterschrieben worden ist, ist es natürlich blöd für die Sportfreunde Lotte gelaufen, dass man es offiziell verkündet hat, bevor die Tinte überhaupt auf dem Papier gestanden hat. Ist doof, aber das Ganze natürlich auch maximal unglücklich, dass natürlich dann auch sehr viel Aufruhr gesorgt hat, was denn da damals los gewesen ist. Haben wir als Alemann auch mitbekommen, aber hat uns ja auch nicht so interessiert. Komischerweise jetzt interessiert es ja einen. Mit dem BFC Dynamo Berlin gelang ihm dann letztes Jahr Platz 6 und das Ziel war auch Aufstieg in die dritte Liga, weil nachdem Benbedek weggegangen ist aus Berlin, weil man die Drittliga-Qualifikation nicht geschafft hatte zum Aufstieg, sollte das mit Heiner Backhaus gelingen. Wie gesagt, 6. Platz dann in der Saison. In der aktuellen Saison hat er sie bis auf Platz 4 gebracht, ehe dann das eingetreten ist, was ja dann seit Tagen in die Gazetten stand, dass Alemannia unbedingt ihn haben wollte und auch er nicht abgeneigt war, nach Aachen zu wechseln, weil seine Familie hier im Ruhrgebiet wohnt. Erinnert so ein bisschen an unseren damaligen Trainer, an Dieter Hecking, der ja dann auch 2007 nach dem dritten Spieltag von Alemannia Aachen nach Hannover wechselte, weil dort seine Familie ihn gebraucht hat. Ja, das Ganze hat vielleicht ein Geschmäckle, aber wir wissen gar nicht warum, weshalb, wieso und wieso sich Heiner Backhaus dafür entschieden hat, den BFC Dynamo Berlin in der laufenden Saison zu verlassen. Was es dafür Gründe gab, das wissen wir alles nicht und das kann nur spekuliert werden. Wenn man spekuliert, dann, wie eingangs erwähnt, wird sehr viel Meinung zu sehr viel Wahrheit rauskolportiert bei sehr wenig Ahnung. Denn wir wissen alle nicht, was besprochen worden ist, wir wissen alle nicht die Hintergründe. Und deshalb sollte man sich da etwas gemäßigt zurückhalten. Auch wenn das ein und andere für uns natürlich etwas sonderbar erscheint, bei dem Ganzen, wie es abgelaufen ist. Es ist halt eben so, wie es ist. Aber was zeichnet den Heiner Backhaus aus? Warum hat die Alemannia sich genau für ihn entschieden und nicht aus einem von den 400 Kandidaten, die wohl zur Verfügung standen? Und da kommt man, wenn man ein bisschen seine Vita durchliest, ein bisschen die Interviews hört, dann kommt man sehr schnell drauf, warum dann genau er wahrscheinlich der Beste ist, den Alemannia sich aussuchen konnte. Er ist akribisch in seinem Spielsystem, er ist selber Spieler gewesen, er weiß, wo der Hase läuft und er weiß auch, wie er die Spieler ansprechen kann. Er hat bei Traditionsclubs schon gespielt, er ist, und das sagen auch ehemalige Weggefährte, ein Menschenfänger, er kann auch mit schwierigen Charakteren umgehen und wahrscheinlich ist genau das der oberste Punkt gewesen, weil er mal ja gesagt hat, genau diesen Menschenfänger brauchen wir. Denn das war ja eins der Kriterien, die man an einen neuen Trainer ja angelegt hat. Zudem kann er auch eine Mannschaft sehr gut motivieren, was ebenfalls ehemalige Mitspieler gesagt haben darüber. Er lässt gerne zu Hause ein 4-4-2-System spielen, das hat er zumindest bei dem BFC Dynamo Berlin so praktiziert. Auswärts hat er dann eher ein 4-5-1-System gewählt. Die Spieler hat er genau dafür hier auch. Ist die Frage,
wird er seine Spielphilosophie und seine Spielphilosophie und seine Taktik hier einbringen können. Bei ihm steht auch Pressing absolut im Vordergrund und auch die aktive Kommunikation auf dem Platz. Und da haben wir auch einen sehr großen Nachholbedarf, dass er das der Mannschaft endlich mal einimpfen kann, dass auf dem Platz mehr untereinander geredet wird. Über eine mannschaftsübergreifende Spielidee bis auch hin unter Einbeziehung der Jugend, was ja auch ein wichtiger Grund ist hier bei Alemannia, dass die Jugend mit eingebunden wird, sind das also alles schon sehr gute Gründe, warum man Heiner Backhaus dann ausgewählt hat. Zuletzt die Leidenschaft und die Intensität und auch die Integrität und seine Offenheit. Als Privatmensch, das hat er auch im Interview gesagt, ist sein Musikgeschmack sehr interessant. Ich finde das sogar etwas krass, denn er hört neben Böse Onkels auch sehr gerne Schlagermusik, und zwar die Flippers. Dann bin ich gespannt, welche Musik demnächst dann in der Kabine laufen wird. Wenn man das jetzt alles mal zusammenfasst, ist das wohl der Grund, warum dann genau der Heiner Backhaus derjenige welche ist, der hier am Tivoli den Verein nach unten wieder nach oben führen soll, der auch dafür sorgt, dass die Spieler wieder ihre Form wiederfinden, ihre Leistungsstärke wiederfinden und natürlich, dass der Gesamtverein endlich mal zur Ruhe kommt. Denn der ganze Tarar, den wir in den letzten Wochen hier gehabt haben, das war ja schon nicht mehr feierlich und es ist jetzt wichtig, dass jetzt endlich mal Ruhe in den Laden reinkommt. Und wie auch eben eingangs erwähnt, sollte man dem Heiner Backhaus wohlwollend begegnen, man sollte ihm eine Chance geben, sich hier zu zeigen, man sollte ihm eine Chance geben, seine Spielidee und das, was er hier mit Alemannia erreichen will, dass er das zeigt. Das heißt, das Wiedersehen in Form von Ergebnissen in den nächsten Spielen, denn nur Ergebnisse werden uns weiterhelfen. Da kann ein Heiner Backhaus hier sein, da kann ein Uwe Koschinat hier sein, da kann ein Boris Schommers hier sein, da kann ein Jürgen Klopp hier sein. Egal welcher Trainer auch hier Trainer geworden wäre, es geht hier nur über den Erfolg. Und der muss sich halt eben relativ schnell einstellen, denn sonst haben wir eh hier einen Flächenbrand. Egal, wer augenblicklicher Trainer ist. Deshalb an dieser Stelle ein herzliches Willkommen, Heiner Backhaus. Ich wünsche dir maximalen Erfolg mit unserer Alemannia. Ich wünsche dir ein sehr dickes Fell, was dann die Kommentare zu deiner Person angehen wird. Und ich wünsche dir, wie gesagt, dass du es allen zeigst. Und natürlich auch, dass du es hier länger aushältst als ein Jahr oder 2 Jahre. Du hast einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben, der geht bis Juni 2025. Ich hoffe, dass zumindest dieser erfüllt wird und dass wir in dieser Zeit es schaffen, irgendwie in die dritte Liga zu kommen. Und dann sehen wir einfach mal weiter. Alles andere können wir nicht beeinflussen. Ich denke, wir Fans werden unseren Teil dazu beitragen, dass es hier vorangeht. Und die Mannschaft mit dir als Trainer muss dann ihren Teil dazu beisteuern. Dann werden wir mal sehen bis zur Winterpause, wo die Alemannia steht und wie das Umfeld dann bis dahin reagiert hat. Nun sind wir natürlich gespannt auf die erste Trainingseinheit unter Heiner Backhaus, der natürlich die Mannschaft erstmal kennenlernen muss. Und natürlich sind wir gespannt, wenn morgen das Testspiel ist bei Bayer Leverkusen. Dort trifft man ja auf die Profis, zumindest diejenigen Profis, die nicht zu irgendwelchen Länderspielen gereist sind, im Ulrich-Haberland-Stadion. Um 11 Uhr gibt es ein Testspiel. Da darf man natürlich nicht so viel erwarten. Nach einem Tag wird die Mannschaft wahrscheinlich nicht ihr komplettes neues Gesicht zeigen können. Da müssen wir ein bisschen Geduld haben. Aber dann in 2 Wochen zum ersten Heimspiel gegen den SV Rödinghausen am 16. September um 14 Uhr, ein Samstag. Da sind wir dann gespannt, wie die Mannschaft vor heimischem Publikum auftreten wird und wie Heiner Backhaus dann empfangen wird. Wie gesagt, von dieser Stelle herzlich willkommen, alles Gute, maximaler Erfolg. Und dann schauen wir, wo die Alemannia sich hinbewegt. In diesem Sinne, Adida, Totzens, ciao. Euer Kartoffelkäfer Dirk.